Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, der begnadete Rattenfänger Donald Trump ist jetzt Präsident. Wir nehmen diesen Begriff nicht gerne auf, aber wenn die Medien ihn verwenden, dann werden wir es auch tun und sagen im Gegenzug, die Ratten der Medien und die Ratten in der Politik verlassen die sinkenden Schiffe und sie biedern sich an, bei Donald Trump sowieso, aber auch bei der AfD, man merkt das daran, vielleicht geht es euch auch so. Ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen einige Interviews gesehen von unseren guten Qualitäts-Mainstream-Medien mit Vertretern der AfD und man höre und staune, man lässt die Leute jetzt sogar ausreden, fällt ihnen nicht mehr ins Wort und ist extrem freundlich zu ihnen. Vielleicht sehe ich das ein bisschen falsch, aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Ich denke mal, so oder so, es wird sich etwas ändern. Nun kommen wir aber mal zum aktuellen Tagesgeschehen. Das ist ganz klar, Donald Trump wird der nächste Präsident, aber wir wagen einen Blick in die Glaskugel und wir nehmen mal Folgendes an. In 3 Jahren wird vielleicht Donald Trump aus gesundheitlichen Gründen, die dann vielleicht vorgeschoben sind, zurücktreten und das Amt seinem Vizepräsident überlassen. Der wird dann die Tochter von Donald Trump, Ivanka Trump, zur Vizepräsidentin machen und im Jahr darauf wird die Republikanische Partei Ivanka Trump zur Präsidentschaftskandidatin küren und dann werden wir im Januar 29 dann die erste amerikanische Präsidentin haben. Mal sehen, ob sich unser Blick in die Glaskugel bewahrheitet. Denkbar ist es aus unserer Sicht allemal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir haben gute Laune. Alle anderen haben gute Laune, außer ein paar linke Spinner, die in Tränen ausbrechen. Lassen wir sie heulen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.